Servus und willkommen bei We Are HTWG, der Show, welche euch die verschiedensten Gesichter der Hochschule Konstanz eben vorstellt. Heute mit meinem Gesicht. Ja, servus, ich bin der Mihau und heute erzähle ich euch ein bisschen was über Interkulturalität und Sprachen, zwei sehr wichtige Themen in meinem Leben. Und werde euch im Nachhinein noch meine Top 3 Kulturschocks aus meinem Leben vorstellen, welche mich zum Teil doch ziemlich aus den Socken gehauen haben. Lasst das Intro laufen. Interkulturalität wird in meinem Leben nicht nur deswegen groß geschrieben, weil ich an der HTWG in Konstanz International Management Asia Europe im Master studiere, sondern auch deswegen, weil ich schon seit frühester Kindheit meine Berührungspunkte mit verschiedenen Kulturen hatte. Ja? Ich bin geboren in Polen, in einer polnischen Großstadt und bin von einer polnischen Großstadt in eine bayerische Kleinststadt umgezogen im Alter von 6 Jahren, also als ich ungefähr noch so klein war, ja, und noch Haare hatte. Da bin ich umgezogen und habe in dem Fall meine ersten Erfahrungen mit anderen Kulturen gemacht. Ich hatte zwar ein wenig Deutschunterricht vor meinem Umzug nach Deutschland als eine Art Vorbereitung für mein neues Leben, ja. Konnte mich trotzdem, als ich dann letztendlich in Bayern in Deutschland angekommen bin, nicht verständigen in der deutschen Sprache, weder mit meinen Mitschülern, noch mit meinen Lehrern, noch mit unseren Vermietern, was weiß ich, ja. Und hier muss ich auf jeden Fall erstmal ein ganz großes Lob auch raushauen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, das hier auch ein bisschen öffentlich zu machen. An die Stadt Schneidenbach bzw. an die Leute dort. Also man hat mir noch einen extra Lehrer zur Seite gegeben, der mich am Nachmittag nochmal zusätzlich in der deutschen Sprache unterrichtet hat. Ich habe absolut keine Ahnung, ob der Typ damals Geld dafür bekommen hat oder nicht. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank. Auch meine Klasse und allgemein die ganze Gemeinde, ja, es ist wie gesagt eine Kleinststadt, die ganze Gemeinde hat da wirklich reife Arbeit, super Integrationsarbeit getätigt. Und ohne das würde ich vermutlich nicht so gut in Deutschland leben können, wie ich es jetzt halt tue. Ja? Deswegen hier nochmal fetten Respekt, fette Props an die Stadt Schneidenbach raus. Vielen lieben Dank. Doch so unterschiedlich die polnische und die deutsche Kultur auch sein mögen, ja, vielleicht im Vergleich zu anderen Kulturen nicht allzu unterschiedlich, aber trotzdem, es konnte mich nicht auf das vorbereiten, was nach meiner Zeit, sozusagen nach dem Abitur kam. Ja. Und ich habe es vielleicht schon erwähnt in meinem Vorstellungsvideo, ich habe im Bachelor Japanologie studiert, also ich war auch in Japan, 1,5 Jahre dort gelebt. Und das war bei weitem nicht der größte Kulturschock meines Lebens. Der größte Kulturschock meines Lebens kam nach meinem Abi. Und zwar bin ich da nach Tübingen, ins Schwabenland, nach Baden-Württemberg gekommen. Und von Bayern nach Schwaben, also das war jetzt wirklich hier eine Veränderung, die ich lange Zeit nicht verarbeiten konnte. Ich musste auf einmal zum Bäcker gehen und anstatt Semmeln habe ich Weckler bestellen müssen. Also ich verstehe das einfach nicht. Die Anzahl der Blitzer an den Straßen. Oder einmal vor allem, das war vermutlich das Krasseste, die Sprachbarriere. Also die war unüberwindbar. Ich kann mich erinnern, in der Fachschaft in Tübingen mussten wir bei einem schönen schwäbischen älteren Getränkemarkt Getränke eben holen für ein Event der Fachschaft. Und der nette Herr, der kannte schon die Fachschaft und hat uns einfach nochmal erklärt, weil ich persönlich war neu und der Kollege, wenn mich nicht alles täuscht, auch, hat uns erklärt, wie, was, wo, wie genau die Prozedur abläuft. Er gibt uns diese Kästen, was müssen wir zurückgeben und so weiter und so fort. Ich habe genickt mit der Hoffnung, dass mein Kollege ihn eben verstanden hat. Ja. Am Ende frage ich ihn, Alter, was hat der gesagt? Und er schaut mich an, war auch kein Schwabe, ja. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich denke, am Ende hat es funktioniert, aber das war schon krass, das muss ich schon zugeben. Das war jetzt natürlich ein Kulturschock, welcher mit einem kleinen Zwinkern genossen werden sollte. Ja. Nichtsdestotrotz war es ein Kulturschock. Der krasseste Kulturschock bzw. die krasseste Veränderung, die
Kultur, welche am unterschiedlichsten von denen war, die ich kannte, war natürlich die japanische. Ja? Also man kam da an, wurde mit einer Freundlichkeit begrüßt, mit einer Achtsamkeit. Also man bekommt alle eigentlich ein paar Sekunden am Bahnsteig gesagt, dass man nicht zu nah an die Gleise gehen sollte. Also man wird schon fast bemüttert. Ja? Man wird jedes Mal im Laden begrüßt. Auf dieselbe Art und Weise, und die Leute achten auf einen, sei es die Gastfamilie, sei es die Leute auf der Straße, sind einfach freundlich, was natürlich im ersten Moment dazu verleiten lässt zu denken, dass ja, die Japaner, die sind freundlich. In Deutschland kann man so eine Freundlichkeit nicht immer genießen. Ja? Wobei ich denke, wenn man da ein bisschen länger lebt, dann bemerkt man, dass das eben auch seine Vor- und Nachteile hat. Ja? Wenn ich hier ein bisschen kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf. Beispielsweise, wenn man in Japan in einen Laden reingeht, wird man jedes Mal mit derselben Floskel begrüßt. Also jedes Mal dasselbe. Und man denkt sich eigentlich eine nette Geste, dass man immer begrüßt wird. Ja, kommen Sie herein. Frei übersetzt, ja. Man merkt aber, wenn man dann was bestellt und so weiter, dass die Menschen schon fast wie Maschinen funktionieren. Dass es nicht darum geht, wirklich freundlich zu sein, sondern eher den Schein der Freundlichkeit zu wahren. Wenn man in Deutschland zum Beispiel jetzt irgendwo reingeht, in einen kleinen Kiosk oder was weiß ich, wird man so behandelt, wie man selbst reingeht. Ja, wenn man mit so einem Gesicht reinkommt, dann wird man vermutlich auch unhöflicher behandelt, als wenn man glücklich reinkommt, ja, zum Beispiel. Also da hat mir tatsächlich manchmal ein bisschen die Menschlichkeit, würde ich fast sagen, nochmal gefehlt, was natürlich nicht heißen soll, dass Japaner eher unmenschlich sind. Aber man merkt schon gewisse Unterschiede. Ja? Also auch das Finden von Freunden, ja? das Aufbauen von Freundschaften ist durchaus schwieriger in Japan. Also das wurde auch von Japanologie-Professoren bestätigt und auch durch meine eigene Erfahrung. Wenn man wirklich in Japan tiefere Freundschaften haben will, dann geht das eigentlich fast nur über Sportclubs. Weswegen ich auch während meinem Jahr in Japan Auslandsstudium einem Pro-Wrestling-Circle beigetreten bin, dort habe ich wirklich super Freunde gefunden, mit denen ich bis heute auch noch Kontakt habe. Aber ohne das, ohne ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Passion, wäre das gar nicht möglich gewesen, was eben in Deutschland durchaus möglicher ist, ja, wenn man einfach nur durch die Straße läuft und ein bisschen offener ist. Allgemein, was mir so aufgefallen ist, einfach in meinem interkulturellen Leben, welches auf jeden Fall viele Vorzüge hatte, ist, dass wenn man einen interkulturellen Hintergrund hat, das durchaus auch von außen gemerkt wird. Und das kann eine Person dadurch auch beeinflussen. Also, sobald ich nach Deutschland gekommen bin, war ich in der Schule der Pole, ja, blöd gesagt. Wenn ich dann in den Ferien meine Familie besucht habe, war ich der Deutsche. Lustigerweise, als ich nach Tübingen gekommen bin, also nach Baden-Württemberg, war ich der Bayer. Also es war immer die Kultur, wo ich zuvor eben gelebt habe. Ja. In Japan war ich natürlich der Deutsche. Also das merkt man schon, und das macht natürlich auch etwas mit einem. Also man fängt an, sich ein bisschen damit zu identifizieren, und es wird ein bisschen zum Lebensstil. Man fängt an, selbst darüber Witze zu machen, wie in diesem Video zum Beispiel, der Unterschied zwischen Bayern und Schwaben. Ist natürlich nicht so groß, ja, aber das macht schon etwas mit einem, sowohl im Positiven, im Negativen weiß ich, würde mir jetzt spontan nichts einfallen, aber auf jeden Fall hat es einen Einfluss, ja. Aber jetzt genug aus dem Nähkästchen geplaudert, sorry, dass es so lange wurde. Vielleicht habt ihr ja schon drauf gewartet, auf meine Top 3, ja, Kulturschocks. Und wir fangen gleich mit Nummer 1 an. In Japan hat man nahezu überall, also nur in den abgelegensten Ecken im Wald, kann man nicht an ein Getränk kommen. Also sogar in den kleinsten Käffern gibt es ein Getränkeautomat, welcher abhängig von der Jahreszeit gekühlt wird oder eben erhitzt wird. Und somit hat man jederzeit Zugang zu einem Getränk. Das war Bombe. Ich meine, umwelttechnisch durchaus fraglich, beziehungsweise nicht mal mehr fraglich, sondern eindeutig nicht gut für die Umwelt, aber ziemlich praktisch. Als ich nach meinem Jahr in Japan,
habe jetzt keinen Bock, das zu schneiden, ich lasse es jetzt so drin, ja. Also als ich nach meinem Jahr in Japan nach Deutschland zurückgekommen bin ich zu einem asiatischen Restaurant mit Buffet essen gegangen, ja. Weil ich ja nicht genug asiatisches Essen hatte. Und ich war mit meinen Kumpels dort, wir waren abends da, sind rausgegangen. Man ist geizig, ja, der Einfluss des Schwabenlandes, den hat man da schon gemerkt. Man war schon ein bisschen geizig, wollte nicht mehr so viel für die Getränke im Restaurant ausgeben und dachte sich, man kauft sich nur eine Cola und danach kann man ja eh irgendwo was Billiges holen, ne? Man hat komplett vergessen, dass diese Getränkeautomaten nur in Japan existieren und somit musste ich den ganzen Abend verdursten. Das war durchaus ein Schock, ja, der mir tatsächlich bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Weiter geht's mit Nummer 2, ja? Also der zweitgrößte Kulturschock. Und zwar, was heißt Kulturschock? Ja, ich nenne es Kulturschocks, es sind keine Kulturschocks, aber interessante Dinge. Und zwar in Vietnam. Ich war dank der HTWG war ich in Vietnam, war eine super Zeit. Und dort gab es überall so Handyläden, das sind so also Läden, die eigentlich die ganze Zeit geschlossen zu sein schienen. Also laut den Bannern oder Plakaten konnte man denken, die verkauften Handys, Laptops, was weiß ich, ja, waren aber eigentlich die ganze Zeit geschlossen. Erst ab einer gewissen Uhrzeit abends haben die Plastikstühle rausgestellt, mitten auf dem Gehweg, ja, und haben da Leute bedient und haben irgendwelche Mangosäfte oder halt Bier oder was weiß ich verkauft. Und das war eine sehr interessante Art und Weise und vermutlich auch das leckerste Handygeschäft, wo ich eben direkt an einem Kreisel, ja, mitten im Verkehr, einfach einen Mango-Cocktail oder Ananas-Cocktail genießen konnte. Hätte ich auch gerne hier irgendwo in der Gegend. Wirklich super Sache, kann ich nur empfehlen. Bevor ich zum größten Kulturschock komme, ja, möchte ich noch einen Kulturschock in Anführungszeichen erklären, ja, oder erzählen. Wir reden ja hier auch von Sprachen, nicht nur von Interkulturalität. Und Sprachen habe ich schon immer gefeilt. Ja. Ich habe in der Realschule Französisch gelernt, an der Fachoberschule vor dem Abitur freiwillig Japanisch- und Spanischkurse gemacht. Hat mir einfach immer Spaß gemacht. Als ich an die HTWG gekommen bin, war ich überrascht, wie groß das Sprachangebot ist und vor allem, wie einfach man da reinkommt. Man stelle sich vor, ich komme aus einer Universität, ja, vom Bachelorstudium, eine der größten Unis Deutschlands, Tübingen, an die HTWG, welche natürlich als FH ein bisschen kleiner ist. In Tübingen musste man innerhalb der ersten 10 Sekunden sich für einen Kurs anmelden, um überhaupt den Hauch einer Chance zu bekommen, in diesen Kurs aufgenommen zu werden. Ja? Egal welche Sprachen. An der HTWG schreibt man kurz eine Mail an die Dozentin und sie sagt einem wann und wo und dann hat man einen Sprachkurs. Ich konnte jetzt innerhalb von meinen 3 Semestern Master, konnte ich 3 verschiedene Sprachkurse belegen. Ja? Chinesisch, Japanisch, Französisch und ich hätte auch mehr machen können und das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Also ich muss da auch ganz ehrlich sagen, großen Respekt an die HTWG für das Angebot, vor allem für Menschen, für mich, die ihren Spaß daran haben, einfach Sprachen zu lernen oder zu festigen im Rahmen von Kursen. Ganz großes Lob und durchaus auch eine Art Kulturschock zwischen Universität und FH. Aber jetzt machen wir hier mal den größten Kulturschock. Und diesen blende ich euch jetzt ein. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich weiß nicht, vielleicht versteht es nicht jeder, aber bei sowas, das war direkt vor dem Gebäude, wo ich täglich hin musste zu meinen Kursen, war diese Metzgerei und die hat so Werbung gemacht. Ihr müsst verstehen, für die, die es nicht verstehen, by the way, like wer es kennt, in Bayern nennt man, wie soll ich das jetzt sagen, ein Fleischkäsebrötchen wird in Bayern als Leberkassemmel bezeichnet und das sollte auch eigentlich international so akzeptiert werden, finde ich persönlich. Ja. Wie schon gesagt, in Schwaben ist es eben das Weckle oder Wecken, ich bin mir selbst nicht sicher, habe mir keine Mühe gemacht, die Sprache zu erlernen. Und dann heißt es halt Leberkäse wecken.
und wird halt mit LKW abgekürzt. Und das ist ja, als ob das nicht schlimm genug wäre, wirbt diese Metzgerei direkt vor meinen Augen mit LKW, so spanisch oder was weiß ich, ausgeschrieben. Also das ist tatsächlich ein Schock, ja. Ob es ein Kulturschock ist, weiß ich nicht, aber es ist ein Schock, und den ich tagtäglich über mein ganzes Bachelorstudium lang, ich würde fast sagen, akzeptieren, ertragen musste. Und damit entlasse ich euch aus meinem Monolog. Wünsche einen schönen Tag. HTWG ist cool und man sieht sich beim nächsten Video. Ciao.